Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich mache heute mit dir DIY Knabbersticks aus Mehlkleber und Emils Hauptfutter plus Leckerchen und gehe auf die Fragen ein, die mir bei Instagram gestellt wurden. Ich habe da ein Q&A gemacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zusehen. Ich habe übrigens gerade den Hund von meiner Mutter zu Besuch, beziehungsweise er wohnt einfach gerade bei mir. Die Emma liegt auch hier im Bett, obwohl sie es nicht darf eigentlich. Ne, Emma? Das weißt du. Ich habe jetzt soweit schon mal alles rausgelegt, was ich zum Anfang brauche. Im Körnergeber sind, glaube ich, die Rezepte und DIY-Anleitungen relativ weit hinten. Was habe ich mir denn da ausgesucht? Knabberringe, Seite 67 bis 68. Hier gibt es ganz viele andere tolle Sachen. Ich möchte aber jetzt gerne einmal hier die Knabberringe machen, einfach weil du für diese Ringe nicht einkaufen musst, weil du eigentlich alles, was du dafür benötigst, zu Hause haben solltest. Hier ist es einmal eine leere Toilettenpapierrolle, auf die dann die verschiedenen Knabbersachen drauf gemacht werden mit Mehlkleber. Ich habe dafür allerdings... Oh, ich habe sie noch gar nicht rausgestellt. Eine Sekunde. So, hier sind sie. Diese Sticks bzw. Stäbchen von Eis, die möchte ich einmal mit dem Mehlkleber einpinseln und dann dort die Saaten drauf machen. Und dann brauchst du nämlich eigentlich nur noch Mehl, für Zwerge übrigens Buchweizenmehl, also für Zwerghamster, und machst dann mit Wasser und diesem Mehl einen Mehlkleber, pinselst dann damit einmal deine Toilettenpapierrollenzuschnitte oder halt hier in meinem Fall dieses Wix ein und machst dann einfach Saaten und Gemüse darauf und lässt es dann auf der Heizung trocknen. Das machen wir jetzt einmal zusammen. Das scheint sehr geringer Aufwand zu sein und ich habe hier auf jeden Fall Emils Hauptfutter einmal rausgestellt. Da suche ich ihm mal das raus, was er sich immer als erstes mit rauspickt. Dann wollte ich noch ein bisschen etwas aus der Lunchbox dazu tun, vielleicht auch ein bisschen Flachs. Das ist ja Emils absolutes Lieblingsessen. Und hier noch ein paar Pinien- und Sonnenblumenkerne. Übrigens habe ich auch schon für meine Hamster gebacken. Lotti hat beispielsweise, das ist jetzt schon über ein Jahr her, an ihrem ersten Geburtstag, ich hoffe, du siehst was, trotz des Lichts und der Spiegelung, hier einmal so einen Haferflocken-Kokosflocken-Keks bekommen. Dafür hatte ich einfach Haferflocken zusammen mit ungesüßten Bio-Kokosflocken und Wasser zusammengemischt und das Ganze dann für ein paar Minuten in den Ofen gegeben. Fand sie ganz toll, wie man hier sieht. Fokus. Hat sie sofort drauf losgeknabbert. Du kannst natürlich auch anstatt so eines klumpigen Kuchenstücks verschiedene kleine einzelne Bällchen damit machen. Ist auf jeden Fall für den Hamster, glaube ich, sehr lecker. Ich habe es auch mal probiert. Ja, ich fange jetzt mal an, den Mehlkleber hier zu rühren. Das heißt, ich habe einfach Mehl in eine Schüssel gegeben und schütte immer wieder ein bisschen mehr Wasser dazu, bis ich die Konsistenz für optimal halte. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt auch schon zur ersten Frage. Ich habe mir Screenshots von euren Fragen bei Instagram gemacht. Vielleicht hast du die schon ganz am Anfang des Videos kurz gesehen. Und die erste Frage, auf die ich eingehen möchte, ist: Wie beschäftigst du Emil, damit er sich nicht langweilt? Ja, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich mir jetzt täglich die Zeit nehme, irgendwas Cooles wie hier für ihn zu basteln oder zu backen. Natürlich geht das nicht, da ich auch Vollzeit berufstätig bin. Ich lasse ihn jeden Tag in den Auslauf. Das solltest du auf jeden Fall tun, wenn du einen Hamster hältst. Und ich habe jetzt zum Beispiel im letzten Video auch gezeigt, dass ich den Auslauf dann immer so ein bisschen von der Einrichtung variiere, sodass er diesen für sich immer wieder aufs Neue entdecken kann. Ansonsten lasse ich ihn einmal die Woche im Bad frei rumlaufen und mache vorher alles sauber und räume alles Gefährliche weg. Dann hat er einfach nochmal, ja, eine Art Tapetenwechsel. Ansonsten gebe ich ihm immer mal wieder was Neues zum Buddeln, verstecke ihm sein Futter oder kaufe ihm sein Beschäftigungsfutter. So, ich hoffe, der Mehlkleber ist jetzt was geworden. Der muss jetzt ein bisschen in den Kühlschrank und soll dann auch sofort anwendungsfertig sein. Übrigens hat Emil seinen Auslauf heute Nacht irgendwie etwas verunstaltet. Er macht normalerweise immer in seine Keramik-Ecktoilette. Aber seit ich das letzte Mal den Auslauf ein bisschen umgestellt habe, also ich habe halt eigentlich nur die Toilette von dieser Ecke in die gemacht,
macht der Wildtier auf die Hanfmatte. Und die Hanfmatte liegt gerade auch nicht komplett auf dem Boden. Also das ist ein bisschen verschoben, sodass das hier auch auf dem Parkett ist. Das muss ich gleich auf jeden Fall mal saugen. Hilfst du mir dabei, Emma? Hör mal, du sollst auf der Decke liegen. Die ist für dich da, hm? Das ist auch schwer im Leben, da musst du mal durchschnaufen. Der Mehlkleber ist fertig. Der war jetzt insgesamt 4 Stunden im Kühlschrank und ist so richtig, ja, schön cremig geworden. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu viel Mehl war. Ich hatte mir das ein bisschen flüssiger vorgestellt. Ich habe hier schon mal den Esstisch jetzt mit Zeitungspapier ausgelegt, mir zum Verstreichen 2 Pinsel genommen. Da kannst du aber bestimmt auch einen Löffel nehmen. Und aus der Küche einmal das rübergebracht, was ich auf die Sticks drauf machen will. Und würde sagen, ich leg mal los und beantworte die nächste Frage. Aha, ich habe übrigens diese Holzeisstängel, das heißt auch gar nicht Stängel, ne? Wieso bin ich denn so blöd und komme nicht auf das Wort? Ein Stiel, das ist ein Stiel, also diese Stiele, nochmal alle in die Spülmaschine tatsächlich gegeben, weil ich nicht wollte, dass da irgendwie noch Eisrückstände oder ähnliches für Emil drauf sind. Dann gucke ich mal, ich glaube, ich nehme sogar hier den kleinen Pinsel. Und fang mal an, freudig drauf loszupinseln. Die nächste Frage, auf die ich eingehen möchte, ist, wie bist du darauf gekommen, ein Hamster als Haustier zu haben? Dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also ich hatte schon als Kind Haustiere, ich hatte aber noch nie einen Hamster, bis ich jetzt vor genau 2 Jahren die Lotti bekommen habe. Da war ich 25 Jahre alt. Ich hatte mit 6 Jahren Meerschweinchen, dann hatten wir 2 Wasserschildkröten, die irgendwann leider zu groß wurden, um noch im Aquarium zu leben, sodass wir sie einem lieben Nachbarn gegeben haben. Dort leben sie jetzt noch im Teich. Dann hatten wir einen Wellensittich, der leider allein gehalten wurde, was wirklich nicht artgerecht ist. Ich weiß auch nicht genau, wieso meine Eltern sich da nicht so allumfassend informiert haben. Als ich ausgezogen bin, haben wir dann einen Hund bekommen und ich habe studiert, habe in einer anderen Stadt gewohnt, habe 2 Fächer studiert, noch 20 Stunden nebenbei gearbeitet, in einer 4er-WG gelebt, sehr viele Menschen kennengelernt und hatte dann gar nicht so das Bedürfnis nach einem Haustier. Ich habe mich zwar immer gefreut, wenn ich am Wochenende daheim war, unseren Hundi, also die Emma, zu sehen. Wo ist die Emma eigentlich gerade? Ich glaube, die liegt im Bett und pennt. ja, aber ansonsten habe ich mich da gedanklich gar nicht mit beschäftigt. Und 3,5 Jahre später bin ich dann zum Master in eine andere Großstadt gezogen. Und ich muss sagen, ich hatte eine kleine Einzimmerwohnung. Ich male mir einfach die ganze Zeit die Finger an. Egal, ist ja nur Mehlkleber zum Glück. Also in dieser Großstadt war alles sehr anonym, sehr unpersönlich. Vielleicht auch in dem Bezirk, in dem ich gelebt habe, ich weiß es nicht. Ich war auch sehr mit meinem Studium beschäftigt, sodass ich halt kaum Zeit hatte, irgendwie soziale Kontakte zu pflegen. Ich hatte natürlich noch meine Freunde von vorher, aber das hat sich auch alles, also die Freunde aus der Studienzeit, es hat sich so ein bisschen verlaufen, weil viele wegen des Masters dann auch woanders hingezogen sind. Ich hatte auch einen Partner zu dem Zeitpunkt. Wir haben eine Fernbeziehung geführt und irgendwann habe ich mich dann von diesem Partner getrennt und bin dann, ja, in so ein kleines Loch gefallen. Das ist nicht nur wegen der Trennung, sondern weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe. Ich habe auch meinen Master nicht zu Ende studiert und habe mich entschieden, mit meinem Bachelorabschluss einen Job zu suchen und so diese Übergangszeit, in der ich halt alleine in dieser Einzimmerwohnung war und nur ein bisschen nebenbei gejobbt habe, aber irgendwie, ja, mein Lebensinhalt so ein bisschen fehlte, habe ich dann genutzt, um mich ein bisschen umzuorientieren, was ist mir eigentlich wichtig, was sind meine Werte und ja, was macht mich eigentlich glücklich. Und was mich auf jeden Fall schon immer glücklich gemacht hat, waren und sind Tiere, beziehungsweise ja, Tierhaltung, mich mit Tieren zu beschäftigen.
Okay, ganz kurz, das kann ich dir jetzt hier nicht vorenthalten. Emil ist wach geworden und er rennt hier auch schon so aktiv rum, dass ich mich dafür entschieden habe, ihn einmal in den Auslauf zu locken mit seinem Hamster-Taxi. Dabei beantworte ich die Frage noch weiter. Jedenfalls war es halt für mich sehr wichtig, dass ich nicht nur auf meine eigenen Bedürfnisse achte, sondern vielmehr auch überlege, welches Haustier passt gerade zu meiner aktuellen Lebenssituation, welches Tier hat es gut bei mir, auch wenn ich nur eine kleine 24 Quadratmeter Wohnung in der Stadt habe. Welchem Tier kann ich auch gerecht werden, wenn ich einen neuen Job anfange und tagsüber die ganze Zeit unterwegs bin, beziehungsweise das Tierchen dann alleine sein muss. Und ja, meine Wahl ist dann auf den Hamster gefallen. So gern man vielleicht auch eine Katze oder Meerschweinchen hätte, wenn man einfach, ja, aufgrund der Lebenssituation den Tieren kein artgerechtes Zuhause bieten kann, dann muss man da seine eigenen Bedürfnisse meiner Meinung nach leider zurückstellen. Ich beispielsweise hätte zum jetzigen Zeitpunkt auch super gern einen Hund, weiß aber, dass es aufgrund meiner Arbeitssituation und aufgrund dessen, dass ich gar nicht so viel zu Hause bin, einfach nicht möglich ist. Und das muss man dann leider akzeptieren, finde ich. Ich beklebe jetzt noch die letzten Stiele und diese kommen dann für einige Stunden auf die Heizung zum Trocknen. Ich habe mich jetzt umgezogen, weil wir gleich noch mit Freunden verabredet sind, warte jetzt aber darauf, dass wir abgeholt werden und beantworte noch schnell die nächste Frage, die ist nämlich, wie viel wiegt Emil? Ja, Emil hat in den letzten Wochen extrem viel zugenommen, aber ich notiere sein Gewicht auch regelmäßig. Und zwar habe ich hier bei Notizen einmal Emils Gewicht getrackt, sieht man das? Und damals aber auch das von Lotti. Zu uns gekommen ist der Kleine mit 6 Wochen, da hat er nur 34 Gramm gewogen. 2 Monate später waren es dann 48, im August 62 und während wir im Urlaub waren, und das war nur eine Woche, hat er 10 Gramm zugenommen, beziehungsweise, nee, stimmt gar nicht. Er hat erstmal 10 Gramm zugenommen und während wir dann im Urlaub waren im September nochmal 13. Und jetzt muss ich ihn unbedingt nochmal wiegen. Im Vergleich dazu war Lotti aber viel, viel schwerer. Als ich sie damals bekommen hatte, das war im September 2017, hat sie nach 2 Monaten schon 126 Gramm gewogen, weshalb ich auch glaube, dass sie schon etwas älter bei der Abgabe war. Wobei Weibchen ja oft schwerer sind als die Hamstermännchen. Ich habe die beiden übrigens immer so gewogen oder wiege Emil aktuell so, dass ich ihn in sein Hamstertaxi setze und mit irgendwas Leckerem da reinlocke und dann einmal mit dem Hamstertaxi wiege und das Gewicht dann manuell abziehe oder vorher halt schon die Waage dementsprechend einstelle. Lotti ist auch so einfach auf die Waage gelaufen, wenn man ihr was zu essen draufgelegt hat, aber Emil kann irgendwie nicht wirklich still sitzen und flitzt da immer wieder drüber, deswegen ist das die beste Variante. Wir sind dann auch abgeholt worden und waren weg, sodass Emil die Zeit alleine in seinem Auslauf genießen konnte. Als wir zurückgekommen sind, konnte ich es mir nicht nehmen, schon mal einen der Knabbersticks in Emils Auslauf zu legen. Ich wollte unbedingt sehen, wie er diesen annimmt und ob er ihm gefällt. Er hat dann auch relativ schnell gerochen, dass sich was in seinem Auslauf getan hat und ist hingeeiert. Ich muss übrigens sagen, man kann aus den Knabbersticks natürlich noch viel mehr machen. Also man kann zum Beispiel daraus Abtrennungen für die Ebenen im Nagarium machen oder irgendwas anderes Schönes basteln. Deiner Kreativität sind da natürlich keine Grenzen gesetzt. Ich persönlich habe mich dafür entschieden, Emil einfach, ja, vielleicht so 1-2 Mal die Woche einen Knabberstick in den Auslauf zu geben, diesen vielleicht zu verstecken, sodass er da ein bisschen Spaß dran hat und beschäftigt ist. Er scheint sich da doch ein paar Verhaltensweisen bei seiner hündischen Schwester Emma abgeguckt zu haben, weil er den Stick direkt wie ein Hundeknochen an sich genommen hat. Falls du mir bei Instagram folgst, wenn nicht, blende ich dir übrigens nochmal hier unseren Namen ein. Hast du schon gesehen, wie er es geschafft hat, diesen Knabberstick in sein Rudi-Pet-Labyrinth zu bekommen? Dort hat er ihn übrigens über Nacht dann auch komplett zerlegt. Ganz am Anfang war das Interesse irgendwie nicht von super langer Dauer. Er fand es dann eher spannender, seine Ecktoilette, die ja seiner Meinung nach in der falschen Ecke steht, einmal zu untergraben und hat dabei auch ordentlich rumgeschimpft.
Ich habe sie dann daraufhin am nächsten Morgen wieder in die alte Ecke des Auslaufs gestellt und seitdem ist er super zufrieden, macht auch nicht mehr irgendwie wild in den Auslauf. Also wie ich schon am Anfang geschrieben habe, die Toilette vielleicht immer am gleichen Ort lassen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, werde im nächsten Video noch auf weitere Fragen eingehen. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast und bis zum nächsten Mal. Abonnier uns gerne und lass einen Kommentar da.